Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Wir sind noch immer hier im Marisetti Station und... Holly. Was brauchen Sie denn? Holly. Ich suche nach Ian West. Ich fürchte, Vance hat ihn isolieren lassen. Und ich hab... Er ist ein guter Junge. Ich glaube, Vance... Ja, vielleicht. Vielleicht bringt es ihn aber auch noch mehr durcheinander. Er braucht seine eigene Familie. Sie kapieren es wohl einfach nicht. Wie ich schon... Ian West... Wie ich schon sagte... Ich muss gehen. Das ist jetzt etwas blöd. Weil ich wollte eigentlich zu ihm rein. Und ich will eigentlich keinen Ärger bekommen, weil ich hier irgendwie hacke oder das Schloss knacke. Erfordert Schlüssel. Das ist doof. Das ist sehr doof. Und schon haben wir einen Lag. Und fängt er an zu predigen oder so? Nein, noch nicht. Willkommen in Meresti. Möchten Sie wieder mit mir reden? Würde ich jetzt dich sonst ansprechen? Ich hatte immer geglaubt, dass Menschen uns nur mit einer einzigen Absicht besuchen kämen. Uns vernichten. Mir scheint, meine Befürchtungen waren unbegründet. Nun gut. Ich werde Ihnen erlauben, mit Ihnen zu sprechen. Vielleicht können Sie ihm helfen mit seinem neuesten... Gut. Und? Hallo. Weil ich muss mit Ian sprechen. Ich muss ihm den Brief seiner Schwester geben, damit die Mission hier ein Ende findet. Ja, Terminal aktiviert. Tür des Sicherheitsbereichs aufschließen. Ich könnte... jetzt auch den Protektor aktivieren, der hier irgendwo rumsteht. Nein, das wollte ich nicht. Also hier steht irgendwo ein Protektor und wenn ich den aktiviere, tötet der alle. Wie? Was wollen Sie? Nichts war mein Fehler. Ich will dir ins Gesicht gucken, wenn ich mit dir rede, verdammt nochmal. Ja, worum geht es denn diesmal? Ich habe nach Ihnen gesucht. Das sollte mich eigentlich nicht überraschen. Ich wette, dass er... Das tut mir leid. Glauben Sie denn, ich wüsste das nicht? Glauben Sie, ich wüsste nicht? Dann müssen Sie mich hier... Auch ich kann Ihnen helfen, es tut weh. Aber dabei bleiben bringt auch nichts. Da ist etwas in mir. Ich bin ein Mutant. Niemand kümmert... Albträume enden erst, wenn Sie sich Ihnen stellen. Lesen Sie... Es ist ein Brief von Lucy. Bestimmt werden Sie Ihre Meinung ändern. Sie vermisst Ihre Familie wirklich sehr. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Sagen Sie, Vance, bitte. Ich packe nur... Lucys versiegelter Umschlag entfernt. Gut, Botschaft. Vance mitteilen, was passiert ist. Dann müssen wir noch... Also, wir haben jetzt hier quasi noch nichts beendet, diese Mission. Ich nehme an, dass Ihre Unterhaltung... Ich bin an den Resultaten. Bevor wir über ihn sprechen, da ist noch die Sache mit Arrow. Fahren Sie fort. Medizin. Vampire können jede Art von menschlichem Blut trinken, sogar aus Blutpaketen. Vor vielen Jahren habe ich überlebt, indem ich frische Blutpakete getrunken habe, die ich mir aus Krankenhausruinen besorgt hatte. Das Problem war, dass es nur sehr wenige von diesen Blutpaketen gab. Irgendwelche Vorschläge? Ja. Die Leute von Arrow spenden Blutpakete und sie lassen sie dafür in Ruhe. Nein, die Leute von Arrow spenden Blutpakete und als Gegenleistung beschützen sie sie. Einverstanden. Bringen Sie Ihren Vorschlag bitte nach Arifu. Reden Sie mit ihnen und geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sich entschieden haben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir gezeigt haben, dass Ihre Art doch vertrauenswürdig sein kann. Diese... Und was ist... Ian hat sich entschieden, die Familie zu verlassen. Es betrübt mich zutiefst, ein Mitglied meiner Herde zu verlieren. Ich hatte lediglich versucht, ihn zu führen. Bitte nehmen Sie das hier. Tschüss. So, jetzt haben wir Diagramm Rösti. Das heißt, wir mussten keine 1000 Kronkorken für den Rösti ausgeben. Hallo. Ich werde noch ganz schnell hier kurz einen Safe setzen. So,
falls irgendwas passiert, da wieder hängen bleibt oder sonst was. Und wir verlassen dann die Maris-Station hier erstmal. Aber keine Sorge, wir müssen wieder hierher zurück. Durch den Servicetunnel, hier rüber. Wieder hier? Ja, natürlich, die ganze Zeit schon. Das ist blöd, ich werde die Falle jetzt hier auslösen. Genau. Einfach, weil ich keinen Bock habe, immer drüber zu springen, genauso wie hier. Gehen wir hoch. Weil ich will das mit Arrow erledigen. Gut, die Ballwurfmaschine ist ja entschärft. Ich habe ja die Fallen hier alle entschärft, das ist ja das Gute. So, und jetzt wisst ihr auch, vielleicht, warum ich die Blutpakete noch behalten habe. Die kann ich nämlich dann hier abgeben. Quasi wie mit dem alten Megaton kann ich das hier mit den Blutpaketen handhaben. Aber da sind noch ein paar Kleinigkeiten zu regeln und ja, das machen wir auch noch. Aber erst, das werdet ihr sehen, erst reden wir hier mit Evan King. Da ist sie ja, die Heldin des Tages. Genau. Ich habe mich um das Problem gekümmert. Ich habe mich um die Familie gekümmert und sie sind mir was schuldig. Wenn ich auch nur 2 Kronkorken hätte, würde ich sie trotzdem abgeben. Ich fürchte nur, dass ich so arm bin wie ein Brahmin-Hirte. Heen hat mir gesagt, was sie alles für ihn getan haben. Ich bin heil. Nochmals danke. Denken Sie... Oh, sie haben Karma dazu. Oh, ich habe 4 Karma dazu gewonnen. Und ein... Nein, kein Level Up. Moment, noch nicht ganz. Ich habe ein Angebot von Vance. Interessant, wie es... Ich schätze, das ist besser als jeden Tag. Sagen Sie, Vance, dass wir mit dem Vorschlag einverstanden sind. Jegliche Hilfe Ihrerseits. Ich habe für den Fall, dass in Arefu einmal nur einige davon... Ja. Tut mir... Komm. Jetzt verlässt er nämlich hier die Rampe. Wir gehen mal hier rein. Hallo. Kein Problem. Blechdose. Kein Problem. Das sind für die Plätzchen, die Blechdose. Also die Leute gehen jetzt übrigens auch wieder hier durch Airroof. Die watscheln hier rum. Willkommen zurück in Arif. Hallo, ich bin froh, dass ich mich in Ihnen geirrt. Jede Hilfe wäre... Ich habe hier von ein paar interessanten Stellen gehört. Kartenmarkierungen. Komm. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Hallo, schon wieder da? Unterhalten wir uns doch ein bisschen. Und ich will in Evan Kings Haus. Ich will da rein. Auf jeden Fall. So, welche Markierung haben wir denn zu bekommen? Rock Freaks, Last Gas, Raststätte 5 Axis und Shellbridge. Und was haben wir noch? Im Fort Bannister. Da müssen wir hin auch noch. Oh ja. Sehr gut. Da haben wir ein paar Markierungen noch und hier auch noch. Dickerson Tabellys Kapelle. Schön, schön, noch ein paar Markierungen zu haben auf der Karte. Wo ist Evan King? Ian wird wahrscheinlich zu Hause sein. Hey, ein bisschen mehr Vorsicht wäre angebracht. Ja, lag. Wunderbar. Was? Ah, wieder hier. Ich will eigentlich wieder mal in dein Haus. Wieder in Arefu, was? Es ist schön, Sie wiederzusehen. Tut mir. Komm. Hallo. Nee, du gibst mir nur Blechdosen. Machen Sie sich nichts aus Brayley. Sie ist wieder in ihrer Fantasie. Nun, ich kann ihn lediglich... Das liegt daran, dass Brayley ständig... Okay, Reparatur. Ich brauche ich gar nicht im Moment. Damit alles haben wir quasi, wenn wir mal irgendwie unterwegs sein sollten, hier jemanden, der uns was repariert.
Was rum? Oh, wei. Wir sind noch weit davon entfernt, das eine Schloss knacken zu können. Aber da wir wissen, dass hier eine Wackelpuppe ist, werden wir noch irgendwann wieder nach Arrowroof zurückkehren. Erstmal wieder nach Morasty Station. Und wir stehen kurz vor einem Level-Up. Sie sind nicht mehr gut ausgeruht. Ist mir jetzt mal gerade egal. Wir werden auch gleich nach Megaton reisen, keine Sorge. Ich muss halt noch, wie gesagt, Vance davon berichten, dass Arrowroof seinen Vorschlag annimmt. Dass quasi die Familie ab sofort Arrowroof beschützt. Das ist doch was Positives, oder Leute? Da habe ich doch was Positives gemacht. Und positive Dinge werden uns auch immer positiv ausgelegt. Da fällt mir ein, wie gut ist unser Karma denn jetzt? Allgemein sind wir, oh Gott sei Dank, wir sind noch immer neutral. Weil ich hatte noch keine Lust jetzt auf mega super gutes Karma zu kommen. Wir brauchen einen Ort, an dem wir sind. Auf, auf. Komm schon, schneller. Viel schneller. Na, es ist immer ein Vergnügen, Sie in Mer... Arrowroof hat Ihr Angebot angenommen. Ich werde unverzüglich Alan als Ihren Wächter nach Arif. Ihre Bemühungen übertreffen die ein... Wenn Sie jemand... Können Sie mich in die Kunst der Vampire einweihen? Vampirismus ist eine Lebensaufgabe. Man erreicht ihn nicht durch Worte, sondern durch den eigenen Willen und aufrichtige Meditation. Ja. Leider kann ich Sie nicht vollständig zu einem von uns machen, aber ich kann Sie lehren, wie uns das Lebensblut anderer regenerative Kräfte verleiht. Und das will ich auch. Da Ihr Körper nicht dafür ausgestattet ist, so wie wir Blut aufzunehmen, müssen Sie zu Ihrer Ernährung alternative Quellen finden. Trinken Sie kräftig von dem Blut und verschütten Sie keinen einzigen Tropfen. Fühlen Sie, wie sich die Wärme in Ihnen ausbreitet. Sie werden eins mit der Lebenskraft eines anderen, der einen Teil von sich selbst an Sie weitergibt. Für einen kurzen Moment werden beide Wesen eins. Lassen Sie beim Trinken des Bluts die Gefühle durch Ihren Körper strömen. Spüren Sie, wie sie es mächtiger und stärker macht. Sobald Sie diese Tat vollbracht haben, werden Sie wissen, was es bedeutet, ein Vampir zu sein. Ja. Extra Blutfresser hinzugefügt. Vincents Weisheiten haben Sie dazu befähigt, durch den Verzehr von Blutpaketen 20 GP wieder zu erlangen. Und das ist gut. Ich habe einige Blutpakete als Beitrag. Ich kann Ihnen dafür... Erlauben Sie mir... Sieh mal einer an, wer wieder da ist. 6 Blutpakete entfernt. 90 Kronkorken hinzugefügt. Natürlich haben wir jetzt erstmal keine Blutpakete mehr. Aber Extras, Blutfresser. Dieses Extra ermöglicht es Ihnen, durch den Verzehr von Blutpaketen Gesundheit zurückzugewinnen. Das ist genau wie Red Regeneration, ein Extra, was wir erhalten können, was aber nicht durch ein Level Up möglich ist. Und ja. Das ist doch gut. Jetzt können wir quasi, vorher haben wir nur 2 Trefferpunkte wiederbekommen.
jetzt bekommen wir 20 Trefferpunkte wieder. Und damit haben wir auch hier in Mirror City fast alles abgeschlossen. Also ich werde jetzt nur noch öfters, wenn ich hierher komme, also um zu handeln, also um Plunder zu verkaufen und um Kronkorken zu kassieren und um mir Munition, die er hat, zu holen vom Händler. Ah ja, und falls ich mal über habe, ein Blutpaket. Dadurch, dass wir jetzt durch Blutpakete so viel Trefferpunkte wieder bekommen, hey, aufpassen, klar? Einen ganz anderen Stellenwert für uns, wo wir vorher nur 2 Trefferpunkte bekamen. Wieder andere hätten natürlich gesagt, was sollen wir damit? Brauche ich nicht. Blutpakete sind die nutzloseste Möglichkeit, sich zu heilen nach normalen Nahrungsmitteln. Klar, die beste Möglichkeit, sich zu heilen, sind immer noch Stimpacks. Danach kommen das Myolurk-Fleisch. Dann, nach dem Myolurk-Fleisch, kommen Nuka-Cola und schmutziges Wasser, sauberes Wasser. Oh, eine Mine. Die will ich noch haben. Erfahrungspunkte. Reicht noch nicht ganz. Also wir müssen auf einen Level-Up noch hinarbeiten. Und ich würde sagen, wenn wir doch gerade mal nichts mehr zu tun haben. Nein, das nicht. Megaton. Ich will nach Megaton, ich will in mein Haus, um wieder gut ausgeruht zu sein und um quasi jetzt... Hallo. Um jetzt hier einen Cut aufzusetzen. Weil es ist an der Zeit, mal wieder Zeit für einen kleinen Schnitt. Und deshalb sage ich hier und jetzt, ciao Leute, wir sehen uns im nächsten Video, bis denn.